Und weiter geht's im Text. Mein Essen steht ziemlich entspannt rum, dafür, dass er schon seit Ewigkeiten kein Wasser mehr gekriegt hat, ne? Lieber unterhalten wir uns auch über Bärte. Ah, zweimal die Woche. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mich rasiere. Also einmal die Woche, glaube ich. Oh, wer ist er denn schon wieder? Ja. Oh. Warte, ich habe doch noch eine Granate, wa? Warte mal. Sprengt die auf... Ist sie jetzt da oben gelandet? Verstehst du? Was? Ich verstehe dich. Ah, nein, nein, nein. Nicht schießen. Nicht schießen, bitte. Katahala, Hato! Shilu! Jalla, Talo! Oh, nee! Kinders, ich wollte mir gerade ein Getränk eingießen. Ich bin hier nicht darauf vorbereitet. Warum habe ich hier so wenig? Natürlich. Ich hab grad drei. Oh nein! Lass ich jetzt selber rein. Der hat aber auch schon einen Verband umgehabt, ne? Sofort hier raus. Ja, großartig. Muss ich wissen, nicht schießen, oder? Woher wissen Sie denn gleich, dass er ein Amerikaner ist? Ich kann mir das Schießen sparen, oder? Ach, jetzt auf einmal sind die Leute One-Shot, oder was? Panzerfaust! Panzerfaust! Ich hab's! Wir müssen durch die Tore! Erstmal den ersten Schuss verkackt, nice. Müsste Nate nicht eigentlich mittlerweile Arabisch können? Das ist so eine Sprache, die er, glaube ich, öfter mal sprechen muss, oder? Du bist fremd hier, Amerikaner. Shukran. Ihr gehört hier nicht her. Wir alle. Ich lebe noch. Wieso habt ihr mich nicht umgebracht? Das wäre unhöflich. Du warst in Not. Auch ein Feind braucht Nahrung und Schutz. Bist du mein Feind, Amerikaner? Drake. Mein Name ist Drake. Salim, ich bin hier der Sheriff. Ich will nicht aufdringlich sein, Salim, aber ich brauche ein Pferd. Ich kann dir allerdings nichts dafür geben. Willst du die Karawane allein angreifen? Du weißt davon? Meine Kundschafter folgen ihnen seit 2 Tagen. Was macht ihr hier? Was wollen die Engländer in der Rubalkali? Sie suchen die verlorene Stadt Ubar. Ihr rammt die Säulenstadt. Mein Freund ist ihre Geisel. Nur er kennt den Weg dorthin. Wenn sie Iram finden, ist er wertlos für sie. Sie töten ihn. Wenn sie Iram finden, sind wir alle tot. Vor 3000 Jahren war König Salomon der Herr über die Djinn. Dämonen aus rauchlosem Feuer, bis sie sich wehrten. Er sperrte sie ein in ein Messinggefäß und warf es in die Tiefen der Stadt. Iram wurde zum Ort des Bösen, verflucht von den gequälten Seelen der Djinn. Sie dürfen die Stadt nicht erreichen, wenn sie die Macht der Djinn entfesseln. Wir haben also nicht viel Zeit, oder? Nein. Aber es sind zu viele. Wir können sie nicht gleich angreifen. Heute ruhen wir
Morgen erreichen sie die Schlucht. Dann greifen wir an. Gleich morgen früh. Also theoretisch steht auf meinem Spielplan übrigens noch Red Dead Redemption, ne? Wo ich das hier gerade so sehe. Da müsste ich mir mal angucken, ob das nicht, ob ich das nicht doch lieber auf PC spielen möchte. Bleib dran, bleib dran! Selbst wenn ich es dafür kaufen muss. Auf PlayStation haben wir es schon, aber. Ich glaube, das war jetzt tatsächlich mal ein Kaufspiel. Wir haben also wieder die mystische Komponente dabei, ne? Vorsicht, der Pass ist eng! Ist eigentlich ganz witzig. Erstmal, dass das Dreck reiten kann, aber. Salim, ist es noch weit? Wir sind gleich da. Der Konvoi ist weiter vor. Ich finde das mit der Höflichkeit ganz nett. Ich habe direkt Lust, mir einen Tee zu machen. Vorsicht, Vorsicht! Da sind Vielleicht. Sie! Der Konvoi ist da unten! Beeilen wir uns! Die fahren hier seit 5 Tagen weg, durch die Wüste? Die Kugeln. Sie sind zu weit weg, außer Reichweite! Ich habe nicht vor, hier rumzuballern. Vor allem, was haben die hier eigentlich für komische Russenpistolen wieder? Hier, eine Abkürzung! Folge mir! Eine Abkürzung. Warum sind wir hier nicht nur zu zweit unterwegs? Oh, was ist das für eine schöne Brücke? Bricht die gleich ein? Ist das eine? Wir sind fast da! Was haben die eigentlich überhaupt für LKWs hierbei, ne? Ich meine, so richtig die Motivation der Engländer wissen wir immer noch nicht, ne? Außer, dass halt irgendwelche Djinns. Das ist unsere Chance! Los geht's! Es gibt hier immer so eine mystische Komponente bei den nächsten Dreckspielen, die aber nie so richtig mit. Oh, das Motorrad, das hätte ich gerne. Auf die Laster! Schalt die Kerle aus! Ich ja, übernehme den Links! Achso, wir springen jetzt darüber. Oh, okay, wir springen. Ach, jetzt wiederholen wir die Laster-Szene aus dem Vorgänger. Okay. Kriege ich dieses Motorrad? Ne, ich kriege wahrscheinlich dieses Motorrad nicht, ja, oder? Okay, der hat sich erledigt. Bin ich noch eine Pistole bei? Jawohl, ich bin eine Pistole. Ach, wir reiten wieder weiter. Ja, ich muss hier noch. Wer fährt eigentlich diesen Laster? Ist mein Pferd eigentlich noch bei? Oh ja, tatsächlich. Ja, gut, dass das Pferd so gut trainiert ist. Das ist. Oh ja, jetzt noch machen wir noch. Okay. Erstaunlich schnell dieses Pferd. Das muss Sullivan sein! Ob ich vorhalten muss? Mit dem Reiter hab ich jetzt los! Guter Schuss! Das kann er beurteilen? Schalte die Wände drauf! Du musst das schwere Maschinengewehr auf! Ich bin dran! Ja, würde ich ja gerne, aber ich frage mich sowieso, warum die ein aufgebocktes, schweres Maschinengewehr auf ihren scheiß Laster haben. What? Das war kein Treffer, wo ich tatsächlich mal gezielt habe? Also mit der Rakete muss ich auf jeden Fall vorhalten, da habe ich dann halt ne. Schalte die beiden Laster aus! Du musst das schnelle Maschinengewehr aufhalten! Gut geschossen! Sehr gut! Schieß mit dem Panzerfaust! Ja, ich bin bei. Noch ein Laster! Los, schalte ihn aus! Hä? Das ist doch geil, Das ist auch geil, dass du nicht vorhalten musst, ne? Weil die... Natürlich, das nicht passiert. Knapp! Die Mission habe ich ja nicht, ne? Wie viele Torwelle haben wir denn hier? Oh ja, bitte schön in Linie bleiben, dann hab ich mal realistische Hoffnung, mir tatsächlich was zu treffen, wenn ich schieße. Ist, glaube ich, leichter aufs Motorrad zu schießen als auf die Typen, ne? Schnell, durch die Schlucht! Wir müssen diese -3 Ballistikraketen. GTA ist auf Konsole nicht ganz gut. Was soll denn GTA so viel schießen? Ja, doch, auch schon. Was ist er denn jetzt? Wildschaden. Puh. Na los! Gib mir deine Hand! Ja!
Die sind auf jeden Fall auch immer Best Buddies, ne? Was muss ich hier noch mehr? Wie viel Munition habe ich noch? 33 Schuss und 15 hier. Was ist denn das hier für ein Raketenwerfer? Achso, die anderen Leute sind wahrscheinlich auch da, oder? Ach ja, guck mal, ein Herrn. Achso, ist sogar sein Pferd. Ich hab da genug rüberspringen. Ich hab zwar immer noch nicht mehr Munition, aber. Oh, Munition, die hätte ich gerne. Immer weiter! Er muss weiter vorn sein! Okay, kann ich auch wieder runterspringen, oder? Wo ist mein Pferd hier wieder hin? Hui! Das ist ein Elend hier, ne? Aber gut, dass die Pferde immer noch schneller sind als die Laster. Und dass die anscheinend niemand fährt, diese Dinger, ne? Wir schießen ja immer nur die Typen runter, die hinten draufstehen. Alter, wie fällt der denn noch aus? Die müssten nicht irgendwo mal Talbot und Marlow auftauchen. Da hinten ist ein größerer Laster, den müssten wir vielleicht zusammen nehmen. Wo ist denn mein Pferd schon wieder hin? Ach, hier. Pferdchen denn? Es hört doch so vor allen Dingen so gut, das Pferd. Das weiß immer genau, wo ich bin. Und dass sie durch die Schüsse auch nicht verunsichern. Oder durch die Autos. Großartiges Pferd. Wir sind fast an der Spitze. Wir haben verloren. In Ruhe rauchen. Wir haben verloren. Sullivan! Sully, bist du da drin? Als ob er irgendwas hört. Sully! Hey, wir haben Sullivan gefunden. Ich finde es ja herrlich, wie das bucklig diskutiert. Action-Adventure, die Simulation. Wohl. Also das ist halt, das ist genau mein Ding, sowas durchzudiskutieren. Das mache ich bei jedem Spiel. Sonst hätte ich ja, hey, 30 Minuten mit dem neuen. Sonst hätte ich auch gar nichts zu sagen, ne? Mir ist irgendwie neulich mal so aufgefallen, dass ja neuerdings machen ja alle möglichen Leute Podcasts. Ich mache schon seit ewig Podcasts. Ich nenne es bloß Let's Play. Also ich muss mal kurz hier rüber und mir die Munition holen. Adventure. Ta! Realismus! Ne, das ist aber wenn du das Thema unbedingt ansprechen willst, das ist halt das Ding ist, das läuft dann aber halt wieder auf dieses Suspension of Disbelief-Dingsbums hinaus. Übrigens, das hat mich total weit zurückgesetzt. Das finde ich nicht gut. Du musst halt in deiner Welt irgendwie konsistent und glaubwürdig bleiben und naja, also Uncharted macht da halt irgendwie da viele Sachen, die halt beim besten Willen nicht glaubwürdig sind. Also, insbesondere hier. Also, ich meine, das von mir aus, dieser Flugzeugabsturz. Dieser Flugzeugabsturz zum Beispiel war glaubwürdiger. Auch wenn total unlogisch das so gekommen ist. Als so viele andere Sachen, die bis jetzt hier so passiert sind. Wie zum Beispiel, dass Drake nicht mal in der Lage ist, irgendwie sich ein komisches Palentuch um den Kopf zu wickeln. Ist er jetzt tot? Wo ist denn mein Pferd? Ich habe jetzt Angst, schon wieder zu sterben, weil dann muss ich wieder den ganzen Weg zurücklaufen, ne? Drake, würdest du bitte auf dein Pferd springen? Danke. Ein Reh, wenig Realismus benötigt? Naja, das Ding ist halt, dass beim Pferd sind wir übrigens beim klassischen Suspension of Disbelief eigentlich. Hey, diesmal sind wir weitergekommen, das letzte Mal, oder? Also wir waren vorher in einem anderen Teil der Wüste. Wenn du einen Drachen hast, dann ist okay. Drachen macht Drachendinge. Aber wenn du ein Pferd hast, ein Pferd tut halt Pferdedinge. Und wenn ein Pferd sich komplett unlogisch verhält, dann ist es halt irgendwie nicht glaubwürdig. Weißt du? Weil Pferde sind nun mal scheu. Und ich meine, du musst Polizeipferde ewig trainieren, damit die halt tun, was sie tun. Ich komme! Halt durch, ich hab dich! Ich kann nicht mehr! Sally, pack ihn! Nimm meine Hand, ich hab dich! Oh, Mist. Schon wieder so ein Fetter! Ach, guck mal, der ist glatt rasiert! Oder, ach so, das ist bestimmt einer von den Engländern, oder? Das sind gar keine waschechten Araber. Das sind eigentlich wieder die Schläger aus dem englischen Pub.
dumm von mir zu denken, dass die Locals engagiert haben. Die Boxszenen mag ich übrigens sehr. Vor allem, weil sie total einfach sind und ich eigentlich nichts machen muss. Außer die Tasten. Außer die Tasten zurück in die Starten. Ich habe mich vorhin schon gefragt, wofür dieser Baukran endlich da ist. Hey, oh Mann. Bist du okay? Ja, ja, alles klar, aber ich dachte schon, ich sehe dich nie wieder, mein Junge. So leicht wirst du mich nicht los. Und wie hast du mich eigentlich hier draußen gefunden? Ich hatte Hilfe. Salim. Sullivan, danke. Wir haben nicht viel Zeit. Sie dürfen die Stadt nicht erreichen. Also, ich weiß nicht. Er hat recht, Nate. Ich habe jetzt tagelang bei den Pennern festgesessen. Ich weiß nicht, hinter was genau Marlow her ist. Aber es ist bestimmt kein Schatz. Wir müssen dich stoppen. Drake, wir müssen los. Jetzt. Yalla! Es wird nie langweilig, was, Sully? Darauf kannst du einen lassen. Ja. Wissen wohl mehr als wir.